Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Und es laufen wieder Spieler rum, also zumindest ein näher. Und da vorne irgendwo ist hier gerade jemand mit dem Pferd lang geritten. Da ist noch ein Spieler. Nee, ist doch ein Spieler. Und zwar, ich habe nicht neulich mit einem Kumpel gesprochen, das ist halt gestern. Und ich meine, so, naja, nee, so lang springen hier auch weniger Spieler rum. Das gehört natürlich daran liegen, dass mittlerweile sich die Leute ein bisschen aufgeteilt haben, wir nicht mehr ganz am Anfang sind. Aber es war ein anderes Spiel, weniger gespielt wird. Wie du auch sei, wir sind immer noch, wir wollen nach Grünherz und wollen hier irgendwie, ja, Zeug tun. Das einzige Problem, ja gut, wenn man, stimmt, wie können die? Ach, da ist er ja. Mensch, ist ja lustig. Ich habe mir das Gefühl, dass ich hierfür zu unterlevelt bin. Also wenn das hier, wenn ich hier gleich übel auf den Kopf, kriege, werde ich wahrscheinlich wieder zurückreisen und mal ob ich Nebenquests machen, die ich mal eben kurz finde. So, ich muss aber erstmal trotzdem mit den lustigen Wildkönig sprechen, mal sehen, ob er irgendwas Interessantes zu sagen hat. Sieht anders aus vorher? Gut, dass ihr hier seid. Mit Erdmagie und Feuer bahnen sich Aranias und Andur einen Weg zu meinem Thron und hinterlassen einen Pfad des Chaos. Ich habe die Kontrolle über meine Wächter verloren. Meine Kraft schwindet und ich habe mich schon immer gefragt, wie der Tod wohl ist. Schon bald werde ich es wissen. Das ist übrigens auch sehr interessant, kann das sein. Das ist irgendwie. Das kommt mir so vor, als würde es verschiedene Avatare für verschiedene Elemente geben. Mit Erdmagie und Feuer wird hier gesagt. Also Aranias kann die Erde beeinflussen, er kann scheinbar hier mit der Natur rumfuchteln und Ole Andurs kann offensichtlich mit Feuer. Ja, wie gibt's einfach auf? Mein Ende war die ganze Zeit unausweichlich. Jemand muss der neue Beschützer von Walenwald werden. Aranias wurde zu diesem Zweck hierher geführt. Es ist faszinierend. Ich glaube, tief in ihrem Herzen hat sie die Wahrheit erkannt. Sie weiß es nur noch nicht. Vielleicht aufgrund von Andurs Einfluss. Ja, was soll ich jetzt machen? Andur umkloppen oder was? Das war in der Geschichte relativ einfach, aber ich ahne, dass es hier ein bisschen schwieriger wird. Ich denke, ihr solltet zu ihnen aufschließen. Folgt der Feuerspur. Aranias muss die Pflichten aus freien Stücken auf sich nehmen, aber Andur wird das nicht verstehen. Ich erwarte, dass er sich ihr entgegenstellen wird. Und sie wird eure Hilfe brauchen, um ihn zu bezwingen. Ja, dann versuche ich sie mal so schnell wie möglich einzuholen, indem ich hier langsam hinterher renne und vor allem. Oh, Level 26, das wird ja immer schlimmer hier. Wie soll ich denn das machen? Kann ich nicht keine Heiltränke mehr haben? Okay, das ist natürlich cool, dass ich keine Heiltränke mehr habe. Vor allem, mir fällt gerade auf mein Magiestab, weil er ist ja relativ leer, ne? Den sollte ich. Ja, ich glaube, ich muss sowieso. Warte, ich lasse gleich nochmal kurz. Sobald ich die beiden hier umgehauen habe. Mehr. Aua, die können Feuer? Warum können die ein Feuer? Die holen Ritter. Das finde ich sehr unangenehm. Ach, hat der gerade eine Flammenpeitsche rausgeholt oder was war das? Ey, ruhig dich. Ey, warum können die eigentlich überhaupt Feuer? Ich dachte, das wären eher die. Na? Ja, gut. So, das Ding ist nämlich, ich ahne, dass ich so schnell nicht mehr leveln werde. Insofern gehe ich jetzt eigentlich ein bisschen hin. Theoretisch müsste ja. Oh, ich habe eine Nebenmission. Sammelsam. Ach, da kriege ich die Samen her, das ist ja lustig. Ja, gehen wir nach Marburg und hoffen, dass ich da alles finde, was ich brauche. Sei ja ganz günstig, dass hier gerade der Wegpunkt in der Nähe ist. Ich brauche denn mich. Ach, na gut, ich muss ja vor allem erstmal Seelensteine füllen. Na gut, das werde ich wahrscheinlich gerade noch hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Dass Magiestäbe auch alle werden können. Das ist echt dämlich. Ich dachte am Anfang, wo ich das wäre irgendwie der Zustand von den Dingen, aber nein. Vor allem, weil ich ahne, dass ich. Der ist richtig dull leer. Weil ich ahne vor allem, dass ich so schnell keinen besseren Stab finde. Das ist ein Froststab, aber der ist. Der ist um 2 Punkte besser, aber es ist halt ein Froststab. Und eigentlich möchte ich zwingend. Naja, gut, das ist. Level 26, der ist schon besser. Um 10 Schaden und das Ding hier. Na gut, das ist ein heiler Stab. Das ist sowieso nicht, aber. Das habe ich noch im Winter. Na gut. Ich brauche es gar nicht anfangen, hier irgendwelches Zeug zu verkaufen. Wo war denn jetzt hier die Magie? Hallo? Ja, grüß dich. Die Magie gelöbert da. Kann ich ja nicht irgendwie. Kann ich ja nicht irgendwie. Nee. Aha. Warbolak vom Ebenmerzpakt hat die schön. Schön. Schön, dass er die Schimm-Schriftrolle hat. Es gibt eine Schriftrolle über das Schimm. Also, ja, Schimm war genau. Schimm war doch das komische Erwachen im Traum, wenn man irgendwie merkt, auf einmal, dass das die ganze Elder Scrolls-Welt ist eigentlich nur ein großer, großer Traum. Man kann alles daran verändern, weil es nur ein Traum ist. Und das ist, ja, dann wird man zum Beispiel wie fit denn? Ich nehme mal wieder morgens auf, das heißt, ich bin mal wieder mehr verwirrt als üblich. Habe ich ja nicht noch irgendwelche tollen Quests in der Magie gesehen? Halt zum Stab. Unser Gildenhaus ist neu. Ja, gut, das ist. Julion, Margus. Haltet eure Augen offen. Dieser Wald steckt voller Überreste der eileidischen Zivilisation. Ah ja, von der man irgendwie nie so richtig. Also richtig dolle viel findet man von der Eileiden. Ich weiß auch nicht. Wo waren denn. Ach, ich finde nie diese dummen Seelenstände. Was ist das denn? Swissly? Warum steht der, die das da oder da hinten? Das sieht doch aus. Seelotar, Verzauberin.
Eine Zauberin? Ah, die hat, glaube ich, auch keine Sehensteine im Angebot. Wenn mir noch ein Boss mehr erzählt, dass er von mir verzaubert ist, ziehe ich zurück nach Summer's End. Ah, schlechte Witze, auch nicht schlecht. Ich muss mal kurz ein bisschen... Ich kann zumindest mal meine mittlere Rüstung verkaufen, wenn ich schon mal beim Händler stehe. Alles, was ich sowieso nicht verarbeiten kann, kann er ja genauso gut weg. Ein paar gute Gegenstände dabei, muss man echt dazu sagen. Das kann ich erstmal auseinanderbasteln. Ja, das ist auch nicht so. Achso, Tränker. Hat der. Ja, der soll ich noch. Ich quatsch schon mal trotzdem nochmal mit gleichen Misten, weil eigentlich. Ah, trotzdem, wo zur Hölle kriegt denn eigentlich Sehensteine her? Ich dachte immer, die gibt es in der Magiergilde. Das kotzt mich jetzt an. Das ist schon das zweite Mal, dass ich versuche, Sehensteine zu kaufen. Das geht einfach nicht. Walenwald ist eine Fundgrube seltener Zutaten. Geil. Wann level ich denn mal ganz kurz gefragt? Ups. Walenwald ist eine Fundgrube seltener Zutaten. Oh Mann, ey, das ist. Ich kaufe mal 3 Stück davon und hoffe, dass ich dann irgendwann bald demnächst mal level, sodass ich auch tatsächlich mal die Tränke benutzen kann, die ich hier gerade eingekauft habe. Yes, 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 yes. Das ist alles irgendwie so ein bisschen. Ich level schon wieder zu langsam. Weil ich irgendwie mal wieder zu unfähig war, Mienquests zu finden. Ich brauche trotzdem immer noch einen komischen Typen mit Sehensteinen. Ich weiß gar nicht. Also eigentlich ist Marburg groß genug, dass es hier eigentlich für jede Fall. Für jede Variante von irgendwas. Müsste es doch hier eigentlich irgendwo einen Händler geben. Hm? Ist das hier? Ach, das Mini-Friedhof. Ah, ja. Ja, hier war Musik. Hat der jetzt beim letzten Mal auch schon gesungen, als ich hier war? Vielleicht die komischen Händlerhütten hier. Hä? Es gibt Hunde in diesem Spiel? Hallo, Hund. Okay. Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass es das beim letzten Mal, wo ich hier überhaupt einen Hunde gab. Die neue Feature sind, glaube ich, einfach nur zu blind war. So, warte mal, hier waren nur die ganzen. Hier wohnen nur Leute, die mir eigentlich nichts bringen. Obwohl sie eigentlich. Och, jetzt hört doch mal auf hier, kann diese Nachricht noch irgendwie ausschalten? Das interessiert mich eigentlich nicht, die Bohnen, ob hier irgendjemand irgendwelches Zeug macht. Warte mal, das ist. Muss ich mal in der nächsten Aufnahmepause mal kurz angucken, ob das irgendwie geht. Das ist. Weil, es hat für mich absolut keinen Mehrwert. Das ist mir total egal, wer hier beim PvP irgendwas reißt. Das bringt mich ja nicht so richtig voran. So, jetzt wird doch hier irgendjemand Sehenstein im Angebot haben. Dann wahrscheinlich nicht. Nee, das sieht eher nach Rüstung aus. Da, hier, ein Allgemeinhändler. Mann, es ist mir egal, wer von euch diese dumme... Der Künstler, endlich gefangen. Aber worum wird sich jetzt der Klatsch drehen, nicht wahr? Was, warum kann ich den jetzt hier so... Ah, dieser denkt über Rätsel nach, was ihn innerlich äußerst beschäftigt macht. Das kann recht lukrativ sein, obwohl ich sie erst üben muss. Würdet ihr sie euch anhören? Ja, dann schieß mal los. Susik schreibt die besten Rätsel auf und verkauft sie einem Mann namens Telenger. Er kauft solche Kuriositäten. Ich habe 2 neue, die ihr ausprobieren könnt. In Ordnung. Das erste Rätsel. Wo lagern Schlachterfische ihr Gold? In einer Sandbank? Ha. Sehr einfallsreich. Ja, eine Sandbank. Ah, möchtet ihr noch eins hören? Ihr solltet es nicht verpassen und ich brauche etwas Übung. Das sind ja nicht wichtige Rätsel, sondern eher Witze, oder? Nächstes Rätsel? Ah, mein zweites Rätsel ist sehr mysteriös. Ja. Es ist mein Lieblingsrätsel. Wo findet man Wälder ohne Bäume, Straßen ohne Reisende und Städte ohne Bauwerke? In einem Buch, in einem Traum, auf einer Karte. Ja, wahrscheinlich auf einer Karte, oder? Ich meine, das ist, ja, doch. Sehr gut. Ihr versteht bestimmt, warum das mein Lieblingsrätsel ist. Euch hat es auch gefallen, oder? Ich werde dieses Rätsel für Telenger aufschreiben. Er wird mich bezahlen. Und dann habe ich noch mehr Gold. Ah, wie herrlich. Herrlich. Gut, das erste war eigentlich eher ein Witz und das zweite war, das war tatsächlich ein Rätsel. Also, ohne die Antwortmöglichkeiten hätte ich das jetzt aber auch nicht rausgekriegt. Das muss ich mal zugeben. So, Reparaturwerkzeug. Wer will denn hier Reparaturwerkzeug haben, verdammte Hacke? Ich brauche Seelensteine und auch keine Pferde. Das kostet mich jetzt echt ein bisschen an, weil ich brauche diese dummen Seelensteine jetzt wirklich zwingend. Es ist nicht so, dass ich noch weiter verzichten kann. Also hier, das ist ein Waffenhändler. Das Gesetz von Fleischfell und Knochen verpflichtet uns, alles ja. Fleischliche in der... Ja. Von allein. Ey, warte mal, was haben wir hier? Das ist, glaube ich, ein... Willkommen in Marbrook, Juwel von Walenwald. Ja, gut, das ist... Also mehr tragen könnte ich ja auch, sag mal, es kann doch wohl nicht sein. Hallo. Warum? Ich wundere mich, wer unternehmen wir, das war meine Augenperspektive. Es kann doch nicht sein, dass es hier in dieser ganzen. Was ist denn das? Wo soll man dann bitte schön Seelensteine herkommen? Soll ich die selber schmieden oder was ist der Plan dahinter? Das ist. Ey. Alter, ich gucke jetzt mal. So, warte mal. Sinkata, Nudion, dieses. So.
Mit wem von denen habe ich noch nicht mit Nullion gesprochen. Ich kann mal in den zweiten Stock von der Magiergilde gucken. Vielleicht gibt es da denn ja irgendwas Tolles noch, was ich vielleicht übersehen habe. War das hier die Magiergilde? Nee, das ist Vertrauensbasis, klar. Da war das. Das kostet. Jetzt regnet es auch noch. Mann, das geht steil bergab. Das ist. Nee. Warte, ich bin vor allem von mir. Ich bin doof. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum es immer so schwierig ist, Seelensternen zu kaufen. Ich kann mich erinnern, ich habe es ja schon mal versucht, an der Magiergilde welche zu kriegen, wo ich in Buckelwacht war. Buckelwacht, ja doch. Und das war halt ja auch nicht möglich, weil da irgendwie der Seelenstern hinten nicht aufzutreiben würde. Ich glaube, in Himmelswacht habe ich es tatsächlich mal geschafft, Seelenstern zu kaufen. Aber weiß ich auch nicht möglich. Nee, doch, ich hab's. Wo war denn das? Ich glaube, das war auch nicht in der Magiergilde, wo ist eigentlich der logischste Ort, wenn man Seelensterne herkriegt. Nee. Die gibt's irgendwo anders. Von jetzt muss ich erstmal irgendwie auch raufkommen. Oder kann man die Dinger selber spielen? Na gut, dann mache ich mich wahrscheinlich nicht so. Ich habe keiner der Kredenzien bei. Das wird doch so schnell nicht passieren. Primärgewölbe? What? So gibt's hier. Ach so! Ja, gut, Primärgewölbe. Ja, gut, da möchte ich jetzt nicht. Was ist jetzt? Es sei denn, mein komischer Seelensteinhändler steht durch Zufall unten. So, dann geht's wieder raus nach Marburg. Es gab doch hier eigentlich auf der Rückseite so eine Treppe, die in zweites Stockwerk ging. Warum es die hier nicht innen gibt? Aber da oben könnte es eventuell. Eventuell vielleicht, weil ich bin mir noch. Das ist ja nicht nur ein Verzauberungsfisch. Da kann ich eigentlich nichts machen. Okay, da kann ich. Doch. Aber habe ich mittlerweile mal ein 4G Dings, was ich benutzen kann? Nö. Das ist so hohl. Das ganze Inventar verhaut mir das vor allen Dingen voll, dieser Mist. Geh mal hier raus. Da müsste eigentlich irgendwo eine Treppe sein, oder nicht? Ja, eine Treppe. Warum immer die Treppe außen sein muss? Das macht bei schlechtem Wetter, wie jetzt zum Beispiel beim Regen, macht das wahrscheinlich überhaupt keinen Spaß. Von in der Magiergilde zu wohnen. So. Ist hier irgendwann da. Er sieht doch hier vielversprechend aus. Ne? Sinkata! Der Wald ist reich an spiritueller Energie. Also seid vorsichtig. Na, endlich. Die Edelsteine sind unruhig. Ja, warte mal. Was brauche ich denn? Ich brauche leere. Na gut, die sind. Warum sind die hier eigentlich. Hä? 10 bis 19? Achso, ja klar. Die sind aber nicht unbedingt geordnet. Das sind die 50er. Die 50er sind kaum teurer als die. Also irgendwie sehe ich hier einen gewissen Preisverfall, wenn man ganz ehrlich ist. Die Seelensteine hier kosten fast genauso viel wie die höchstleveligsten. Das scheint mir irgendwie hohl zu sein, ganz ehrlich. Wie viel Geld habe ich überhaupt noch? Also, das geht eigentlich. Ich dachte eigentlich, ich wäre mehr pleite als ich bin, tatsächlich. Also schön, dass ich anscheinend nicht der Einzige bin, der hier nicht sich mit PvP nicht so lange rumärgern möchte, sondern das einfach lässt und einfach Story spielt. Sonst hätten die Leute wahrscheinlich irgendwann mal einen höheren Rang. So, jetzt muss ich nur noch schaffen, mit der Ladung, der Einladung, die ich habe, noch irgendwie was durchzukriegen. Oder aber alternativ, ich versuche es mit meinem super tollen Feuerschwert. Das ist halt gar kein Feuerschwert. Das sieht nur so feurig aus, weil ich glaube, der Stab ist feurig, oder? Ist das Ding feurig? Okay, es ist die Kralle des Drachen. Es steht zu vermuten, dass das Ding tatsächlich irgendwie einen gewissen Feuerdings hat. Ich habe das vor allen Dingen einmal benutzt, dieses dumme Schwert, in irgendwann mal offscreen. Und ich habe dafür auch direkt irgendwie gleich ein Level-Up für irgendwelchen Mist gekriegt, der gar nicht so richtig was direkt damit zu tun hatte. Was auch sehr interessant war. So, wir können auf jeden Fall weitermachen. Ja, Zeiten sind heute so kurz. So. Sind die Viecher wieder da, die ich vorhin umgehauen habe? Nee, leider nicht. Jetzt muss ich irgendwie einen Tod kriegen. Das reicht ja dann eigentlich auch schon. Dann später linken. Na, vielleicht endlich mal eine 4G. Naja, obwohl was. Was mache ich mir überhaupt? Die hoffen, das ist zwar eine 4G-Rune, aber. Die ist 100. Doch. Machtverbesserung 3, das. Oh. Ja, also es sieht sehr danach aus, das müsste ich mal doch mal offscreen, mal vielleicht ins andere Gebiet und dann mir halt doch mal vielleicht das gönnen. So. Neridenlächeln. Warum heißt diese Pflanze eigentlich Neridenlächeln? Ach, die verhaftet dann. Die sehen sehr interessant. Sie sind so schön, Hartmin. Denkt ihr, sie werden ewig halten? Oh, Erinnerung. Das sind die Samen sind genau, haben genau das gleiche Symbol wie der Samen von Wurzelbruch. Also den anderen Ort im Grabwald. Gibt's da noch mehr Erinnerungen? Es gehört alles uns, Mirilir. Der Wald, die Blumen, alles. Aha, romantisch. So, ein Kobold. Ne, zwei Kobold, aber Kobold sollte ich ja nicht gerade mal schaffen. Wie der Kobold hier gerade guckt, werde ich hier nicht verrecken, den Mann. Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße. Ich hasse Kobolde. Okay, ich werde ihn nicht verrecken, weil ich nur einen, bevor ich sterbe. Okay, einer ist tot. Verdammt. Wegschreien. Habe ich jetzt einen Seelenstein voll gekriegt? Was? Warum habe ich denn. Warte, ich habe doch hier den komischen Seelenfang getauert. Was ist da los? Hätte eigentlich funktionieren müssen, oder nicht? Finde ich jetzt lächerlich. Warum habe ich jetzt meine eine Seele nicht, die ich jetzt haben sollte?
Theoretisch eigentlich. Also merke, an Level 26 wollen sie natürlich nicht rantrauen. Sie sind Zweierpack zu starten. Aber einzeln kriege ich die ja gerade. Wo kommst du denn her? Aber zumindest habe ich jetzt die Seele. Das ist ja schon mal viel wert. So, warte mal. Das ist am besten, den ich auch noch mit Seele habe. Aber gut, aufgrund der Tatsache, dass das ein Nahkämpfer ist, sollte ich den gerade noch tot kriegen. Hoffe ich zumindest. Ja, der ist auch irgendwie... Aber... Ah, den kann ich... Ich glaube, ich kann nicht immer Seelen fangen. Egal jetzt. So, ich kann meinen Stab auf jeden Fall aufladen. Wurde doch... Oh, der ist direkt wieder voll. Das ist ja schön. Wurde doch wieder Zeit, würde ich gerade sagen, weil das... Oh, gleich zwei davon. Ein Schütze und ein Ritter. Ja, dann werde ich wohl mal... In diesem Fall kann ich danach mal zaubern. So, fort mit dir. Hauptsache erstmal die Fernkämpfer auszuspielen. Den Rest kann man ja auch ein bisschen wieder umhauen. Ohne großartig. Was? Hey, beruhige dich, du komischer Ritter. Will ich schon wieder sterben. Das ist. Dauer wird das auch teuer, andauernd zu sterben. Hallo? Hallo? Boah, kann sagen. Was? Elementare Essenzen? Was ist das? Das ist wahrscheinlich wie irgendwelche Mist, die ich einfach nur verkaufen kann, oder? Ja, Plunder der Fan. Warum zur Hölle gibt es sowas? Das bringt niemanden vorbei, dieser Plunder. Vorbei? Voran, wollte ich sagen. Voran, hier bin ich heute. Guck mal, hier gibt es Affen. Die Bäume. Und vor allen Dingen brennt hier alles. Und noch mehr Hohlenritter und noch mehr Kobolde vor allen Dingen. Warum eigentlich so viele Kobolde? Sind Kobolde nicht eigentlich mehr oder weniger dätrische Viecher? Vor allem habe ich über Kobolde habe ich nicht. Alter, komm mal. Komischer. Och, das ist schon wieder viel zu geil, um dass die diese Challenge-Brüche trotzdem. Trotz allen CC, den du raushaust, trotzdem noch machen können. Kobolde haben mich schon in der Beta aufgeregt, weil da gab es nämlich einen Bug, dass man die Viecher nicht sehen konnte. Zumindest gab es hier für mich. Ich weiß nicht, ob der allgemein gut war. Das ist das Labyrinth. Ich dachte gerade, da hinten ist noch so ein Ort, der so ähnlich ist wie das Labyrinth. Total toll gewesen. So, nochmal Seelenfalle. Das sollte eigentlich Ewigkeiten lang. Seelenfalle schaden. Vor allem viel größere Frage eigentlich, warum macht mein AK-Dings eigentlich keinen Schaden? Sollte doch mal. Ich hau direkt nochmal die Seelenfalle, nur noch hoffen, dass es. Ich möchte ja nicht unterbrechen. Ich meine, eine Seele kriegt. Jawohl. Aber ich glaube, ich möchte meine Seele noch gar nicht benutzen, um zu spawnen. Was haben die alles hier in Schutt und Asche gelegt? Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ah, noch nur. Ach, da kommt hier einfach so aus dem Boden raus, der Hohlenschütze. Ist ja auch so interessant. So, jetzt aber. Ah, dieses Schöne an den Schützen ist ja halt deutlich weniger aus. Kriegt man ein bisschen angenehm tot. Wieder keine Seele, verdammt, Dacke. Ah! Halt, steht da irgendwas von Wahrscheinlichkeit bei der Fähigkeit, dass die nicht immer klappt? Ihr versucht 10 Sekunden lang insgesamt, ihr füllt einen Seelenstein, falls das Ziel während der Wirkung. Ach, 10 Sekunden lang. Oh, gut, dann sollte ich das vielleicht doch mal als letztes zaubern, bevor das Fume kippt. Obwohl, das waren jetzt eigentlich 10 Sekunden. Meine ich zumindest. Na gut, das ist. Also ein bisschen Mana aufheben. Oh, da stehen 3 Mann. Nee. Die versuchen wir nicht. Was ist denn das gerade? Hat sich das Feuer hier aus? Ach, hier, Zilola macht hier gerade Stress. Das ist ja schön. Sollte ich mich am besten dranhalten, sonst kriege ich die Quest hier wahrscheinlich nicht geschafft. Oder ich, es sei denn, ich kann alle Dings da muss da überreden, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass ich den großartig. Ich dachte übrigens wirklich, der. Aha, so staube ich Seelen ab. Einfach. Voll nicht jemandes Zeug. Einfach irgendwelche Leute stehen, die gerade was töten und Seelenfalle draufzaubern. Dass die vorhin noch Schaden macht, wusste ich gar nicht. Ich weiß, dass ich das irgendwann mal gelevelt habe, um das Ding zu verbessern, aber denkt ihr, ich kann mich daran noch erinnern? So, was? Na gut. Na, wie dem auch sei, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge, weil ich glaube, es geht hier gleich zur Sache. Insofern. Da würde ich mich verabschieden. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder auch einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo freuen. Bis dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal.